Aber mir macht es auch total Spaß, meine Gedanken zu verdichten. Eine Dichtung ist ja letztlich Gebrauchsprosa sozusagen, aber ich will es auch nicht übertreiben. Aber trotzdem muss ich es verdichten, konzentrieren. Das macht mir Freude. Ich kann echt 16 Stunden am Tag schreiben, auch 18, das ist nicht das Problem. Beim Fasten geht es problemlos sogar. Also ist auch nicht ideal, aber ich kann deutlich sehen, wenn mir etwas Freude macht, wenn ich da einen tiefen Sinn drin sehe, kann ich das fast unendlich tun. Wenn ich den überhaupt nicht sehe, den Sinn, dann wird es schon schwierig für mich. Ja, also dann, ja, also keiner macht ja völlig zufällig seinen Beruf oder seinen Job. Ja, also wer sich einen Beruf sucht, der macht es in der Regel nicht primär geldorientiert, sondern das ist etwas, was ihn ruft. Sonst würde niemand Lehrer werden, ehrlich gesagt. Das lohnt sich ja einfach finanziell nicht. Aber es gibt einfach Leute, die pädagogisch so eine Ader haben, die wollen das machen und haben dann da ihren Beruf. Die einen Job suchen, haben ja meistens schon das Geld im Hintergrund. Ne? Also, wie hat der Peter Schollatour in einem Buch mal so schön geschrieben, so ein Abertitel, it's a rich man's world. Ja, also die meisten haben eben Jobs. Die Politiker suchen nur noch Jobs. Die träumen vom Jobwunder. Die Amis haben überhaupt nur Jobs. Also ich bin so ein, zweimal im Jahr in den USA und mache da diese entsprechenden Ausbildungen. Bei denen ist alles noch deutlicher für mein Gefühl. Ne? Also da gibt es noch mehr Leute, die ihr Leben nicht rund kriegen und dafür körperlich rund werden. Sozusagen auf der Ersatzebene. Und da gibt es noch deutlicher einfach ein so ein Gros von Menschen, die einfach nur einen Job suchen. Und sich mit dem Job so durchbringen, halbwegs. Also die überleben das, aber es ist auch nicht sinnerfüllt. Und dann kann man auch bei einem Angestelltenjob, bei einem sozial niedrig eingestuften Job ins Burnout rutschen. Passiert ja auch laufend. Also wenn man eine Resonanz hat, die ist primär auf Geld gerichtet und Geld ist ja nicht sinngebend.